Zweisprachig aufgewachsen, er kann Geschichten erzählen, von der Kanzel predigen, wie das nur ein Papst kann, aber er hat Abenteuer erlebt, von dem, wenn er die erzählt, wir alle neidisch und blass werden. Er ist ein U. Laut. Er ist eine Mischung aus Kardinal, Sexberater und Wirtschaftswunder. Ein Mann wie Indiana Jones, ein Mann, wie er mitten im Leben steht, ein Mann, der sogar noch zu haben ist. Begrüßt mit einem Abenteuerapplaus den Mann im Leopardenmantel. Die Peitsche, die hier an Bord nur die neunschwänzige Katze genannt wurde, schnellte zum wiederholten Male auf den bleichen, schwabbeligen Rücken des Touristen. Dem Dicken wurde ordentlich das Fell gegerbt. Tja, dachte ich, das kommt davon, wenn man sich über das Essen beschwert. Dabei hatte es doch noch so schön in der Broschüre unserer Abenteuerkreuzfahrt geheißen: Meutern Sie auf der Bounty. Das bezog sich offensichtlich nicht auf die Mahlzeit. Im Halbkreis an Deck angetreten, mussten wir Passagiere der Auspeitschungszeremonie beiwohnen. Sicherlich hatten sich die meisten etwas anderes vorgestellt, als es im Reiseprospekt hieß: jeden Abend Showprogramm. Die Zeremonie neigte sich dem Ende zu. Der bucklige Bootsmann zeichnete mit der Peitsche formvollendet sein Monogramm des Schmerzes in die talgige Gesäßleinwand. Dann verneigte er sich. Es erhob sich ein nicht enden wollender Applaus. Und das war wörtlich zu nehmen, denn wir wussten, wer als erster aufhörte zu klatschen, würde der nächste Gast im Varieté des Schreckens. Mechanisch applaudierte ich endlos lang, bis sich in einem Moment der Unaufmerksamkeit beide Handflächen um Millimeter verfehlten und ins Leere schossen. Quel malheur! Mit zynischem Grinsen bat mich der Bootsmann auf seine kleine Bühne, als plötzlich der Käpt'n wutentbrannt an Bord stürmte. Wie soll ich mich denn bei dem Lärm auf die Prüfung für den Segelgrundschein A vorbereiten? Dann verschwand er wieder schmollend in der Kapitänskajüte. Dorthin hatte er sich schon zu Beginn der Reise mit 6 Flaschen Rum und einer blutjungen Blondine zurückgezogen. Gut fand ich das nicht, zumal es sich bei der Blondine um meine Verlobte handelte. Unser Schiff war unterwegs, um Brotfruchtfrüchte auf ein kleines, nahezu unbewohntes Eiland zu bringen. Mallorca. Oder wie wir Seeleute sagten, Isla de Malotze. Jeder an Bord
hatte eine besondere Aufgabe bekommen. Zum Steuermann war ein schmächtiger, übernervöser Steuerfachgehilfe mit dicken Brillengläsern ernannt worden, der mit der Aufgabe hoffnungslos überfordert war. Schon am ersten Abend hatte er gebeten, die Verantwortung abgeben zu dürfen. Der Bootsmann hatte ihn motiviert. Das Einzige, was du hier abgeben darfst, ist dein Löffel. Jetzt stand der Bebrillte mit dicken Seilen am Steuerrad festgebunden und unser Schiff passierte schon zum dritten Mal innerhalb von 3 Tagen Steuerbord dieselbe Inselgruppe. Wir konnten schon ahnen, auf wessen Rücken die Peitsche das nächste Mal ihr lustiges Lied singen würde. Ein Ruf aus dem Mastkorb riss mich aus meinen Gedanken. Malotze voraus! In zügiger Fahrt glitt unser Schiff in die türkisfarbene Bucht vor El Arenal. Unser Erscheinen löste bei den Eingeborenen freudige Erregung aus. Unzählige kleine Boote umringten uns. Und auf einem prunkvollen Langboot fuhr uns würdevoll das Oberhaupt der Insel entgegen. Er begrüßte uns auf traditionell musikalische Weise. Ich bin der König von Mallorca. Wenig später gingen wir an Land, wo man uns bunte Eimer mit langen Strohhalmen reichte, die verführerisch nach Alkohol dufteten. Dicke Eingeborene tanzten wie in Trance um uns herum, rissen sich die Kleider vom Leib und zeigten uns Körperteile, die keiner von uns sehen wollte. Und bis spät in die Nacht erklang dann das Lied, mit dem hier auf der Insel alle Neuankömmlinge begrüßt wurden. Geh doch nach Hause, du alte Scheiße. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hochachtungsvoll, euer Welfinger. Vielen Dank.